Wir gehen rüber zu Payback 12. Live-Debatte mit Leon Marschell. Schau mal rein, was Mimi zu der ganzen Geschichte sagt. Let's go. Yay, ein neues Payback-Video, wo du wieder drunter schreiben kannst, dass die Paybacks nerven. Und danach gehst du freiwillig zu einem Schlagerkonzert und sagst, dass die Musik nervt. Wir können es nicht vorspulen. Einfach, weil Mimi schon sehr schnell redet. Okay, let's go. Helene Fischer interessieren. Live-Debatte. Ich fasse mal das Gelaber von Leon zusammen. Leon will nach 4 Jahren eine Live-Debatte, gibt mir 48 Stunden Zeit, darauf zu reagieren und begründet das mit folgendem Satz. Die Wahrheit braucht keine Vorbereitung. Er braucht 4 Jahre und sagt mir dann, dass die Wahrheit keine Vorbereitung braucht. Nach 4 Jahren. Geil. Und dazu kommt noch, dass er mich schon 3-mal unvorbereitet im Real Life getroffen hat und er hat immer nur Müll geredet und Leute geholt. Leon, wie kann denn so ein Satz von dir kommen? Die Wahrheit kennt keine Vorbereitung, deswegen bereiten wir uns auf nichts vor. Wir schneiden keine Videos von Angesicht zu Angesicht. Mal abgesehen davon ergibt der Satz gar keinen Sinn. Man hat ja beim Gewinnspielthema gesehen, dass ausschließlich meine Vorbereitung zur Wahrheit geführt hat. Live hätte man das nicht auflösen können so schnell. Und es hätte am Ende alle gedacht, oh, Leon hat das mit der Gewinnspiel doch richtig aufgelöst. Und am Ende kam dann raus, war doch alles wieder eine Lüge. Deswegen bin ich auch ganz ehrlich froh, dass Mimi keine Live-Debatte eingegangen ist, weil das hätte letztendlich nur dazu geführt, dass sehr viele Lügen unaufgedeckt geblieben wären. Hätte Leon uns das einfach als Gewinnspielauflösung verkauft und ich hätte vielleicht nicht sofort den Gegenbeweis liefern können. Das Ergebnis wäre gewesen, dass wahrscheinlich alle Leon mit dem Schulvideo geglaubt hätten, obwohl er nachgewiesenermaßen nicht die Wahrheit gesagt hat. Und weil ich sowas schon geahnt habe, habe ich die Debatte abgelehnt. Meine Paybacks sind klar strukturiert mit Belegen. Live wäre nur Aussage gegen Aussage, alles wäre nur oberflächlich. Ich stehe hinter meinen ganzen Aussagen. Kannst du das? Kannst du das, Digga? Kannst du das? Werden wir sehen. Gib mir die nächsten 48 Stunden Zeit. Schreib mir sonst auf Twitter oder sonst wo, Digga. Mir ist scheißegal, wo. Naja, es ist nicht egal, wo ich dir schreibe. Twitter war die einzige Social-Media-Plattform, wo du mich noch nicht blockiert hattest, du Jockel. Und dieses Pseudo-Geschwafel wieder. Kannst du zu deinen Aussagen stehen? Hä? Kannst du das? Kannst du das? Werden wir sehen. Junge, das Ding ist, ich habe dich schon 1000 Mal mit eindeutigen Belegen als Lügner und Betrüger exposed. Die Videos sind alle online und ich hab's dir auch im Real Life schon mehrmals in die Fresse gesagt. Soll ich's etwa noch in meinen Arm ritzen oder ab wann steht man hinter seiner Aussage? What the fuck? Und dass man behauptet, dass man hinter seinen Aussagen steht, nachdem man 4 Jahre versucht hat, alles unter den Tisch zu kehren, ist ja noch das Beste daran. Ja, Leon, du bist ein tapferer Ritter. Ich hab keinen Bock auf ein Video, was geschnitten ist, was ich dann laber, wo ich dann Musik im Hintergrund reinschneide. Ja, das merken wir uns mal für später. Okay, jedenfalls habe ich die Live-Debatte abgelehnt mit den genannten Begründungen. Hier seine Reaktion drauf. Live-Diskussion, Leon, Mimi, Monte, stay. War natürlich keine Live-Diskussion, sondern nur ein Video, wo er rumquengelt, dass ich die Live-Debatte abgelehnt habe. Aber nein, es kommt nicht dazu. Was labert er wieder für einen Scheiß, Digga? Und will sich wieder rauskriegen, weil ich wusste das, Digga. Der kann im Internet sich vorbereiten auf Videos und so weiter. Macht er auch irgendwo seinen Job gut, muss man sagen, Digga. Ist doch hier und da mal irgendwo lustig. Hä? Moment. Also du sagst selbst... Hä? Das macht ja gar keinen Sinn. Er sagt, er macht seinen Job gut, ist ja auch lustig, aber hä? Aber warum ist es dann, was ist dann schlecht daran, sich vorzubereiten? Leute, ich sag euch, im Leben, Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung. Die 3 Punkte, schreibt sie euch auf. Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung. Könnt ihr auf alle Lebenssituationen anwenden. Selber, dass meine Videos gut gemacht und lustig sind und ein Video davor hast du hervorgehoben, dass deine Lügenvideos doch nur die Leute unterhalten sollten. Also dürftest du doch eigentlich gar kein Problem damit haben, dass ich mit meinen Videos... Lernt man auch bei der Ausbildung, Simon. Asu, yeah. Pädagogen-High-Five. Videos Leute unterhalte, wenn das dein einziger Maßstab ist und das sogar das Lügen rechtfertigt. Und das hier musst du den Leuten auch mal erklären. Was labert denn wieder für einen Scheiß, Digga, und will sich wieder rausreden, weil ich wusste das. Ich laber wieder Scheiße und will mich wieder rausreden. Der Einzige, der das hier am laufenden Band macht, bist ausschließlich du, Leon. Also projizier mal nicht dein Abschaumverhalten auf andere. Aber wenn es drauf ankommt, live to live, Digga, du teilst aus, dann musst du auch einstecken. Ich sage jetzt, live, Digga, so, du musst nicht kommen, okay? Aber da sieht man einfach mal, diese scheiß Internetwelt. Im Internet spucken die so große Töne, aber live, Digga. Genau das, was ich gerade gesagt habe. Du projizierst deine eigene Abschaumhaftigkeit auf andere. Du spuckst selber die größten Töne, nennst mich Lappen und eierloser Fisch. Mimi, ganz einfach, du hast jetzt harte Arbeit geleistet. Du hast ein District aufgenommen. Und ich mach's ganz kurz und knapp, Digga. Mit einer Antwort, du bist ein Lappen. Mimi, du eierloser Fisch, Digga. Aber bist dann der Leute holen musste, wo ich alleine vor dir stand. Er sagt einfach, nö. Er möchte die Live-Debatte nicht, ne? Natürlich, wo sind seine Eier? Oh, Leon, ey, sei einfach leise. Naja, wie dem auch...
sei. Jedenfalls hat er dann meinen Tweet vorgelesen, in dem ich genau begründe, warum ich die Live-Debatte nicht annehme. Du hast zu viel Dreck am Stecken, da würde sogar ein 24-Stunden-Livestream nicht ausreichen, um der Sache gerecht zu werden. Deswegen komm, fein säuberlich aufarbeitet, die Paybacks nachvollziehbar und klar strukturiert. Mit Belegen ist doch viel besser. Live wäre nur Aussage gegen Aussage. Ein paar Pseudo-Entschuldigungen, weil dir nichts anderes übrig bleibt und am Ende ein Ja, ist ja alles geklärt. Ich check das nicht. Ich mach mal weiter, Leute. Und genau das ist dein Plan. Alles schnell, schnell, schnell und möglichst nicht in die Tiefe gehen. Im Gegensatz zu meinen Videos. Du standest die letzten 4 Jahre dreimal live vor mir. Gangtour, WVP, keine Ahnung, was es ist, Aftershow. Ja, weiß nicht, was das Webvideopreis ist. Wahrscheinlich, man kennt ihn. WVP ist die Abkürzung für den Webvideopreis. Sollte dir eigentlich bekannt vorkommen, das war da, als du Silvi mit ApoRed belästigt hast. Herr Newstem hat den Vorfall gut zu... Sexbelästigung von bekannten YouTubern. Oha, wusste ich gar nicht. Wusste ich gar nicht, dass da Leon Mascher involviert war. Herr Newstem hat den Vorfall gut zusammengefasst. Die YouTuberin Silvi Rockstar hat vor 2 Tagen ein Video hochgeladen, in dem sie sagt, dass sie von einem sehr großen, sehr bekannten YouTuber sexuell belästigt worden sei. Sie war auf einer Aftershow-Party von dem Deutschen Webvideopreis. Und dort hätten sie 2 sehr, sehr große YouTuber angesprochen, die dann zu ihr gemeint haben sollen, dass sie die ja gerne auf YouTube pushen würden, wenn sie sich dafür im Gegenzug sexuell erkenntlich zeigt. Konkret wollten sie von ihr einen auf der Toilette geblasen kriegen. Silvi Rockstar... What the fuck? What the fuck? Ich erinnere mich da gar nicht dran. What the fuck? Das waren ApoRed und Leon Mascher? Ist das denn irgendwo öffentlich geworden? Also weiß man, dass es ApoRed und Leon Mascher war? Weil ist es damals öffentlich? Also weil es steht ja auch nicht im, steht ja auch nicht im Titel oder irgendwas. Wusste man das? Rockstar hat leider in ihrem Video die Namen dieser YouTuber nicht preisgegeben. Übrigens, der erste war Leon und der zweite war ApoRed. Ja, ihr beiden könnt euch ja mal dazu äußern. Da warten wir jetzt alle gespannt drauf. Oder müsst ihr jetzt nochmal 4 Jahre reflektieren, um dann transparent Scheiße zu labern? Okay, machen wir weiter mit dem Vor... Oha. Oha, oha, das kam aber wirklich sehr unerwartet. Okay, also mir hat jetzt noch keine Belege oder irgendwas jetzt abgeliefert, sondern er sagt halt einfach, er behauptet halt einfach, es ist ApoRed und Leon Mascher. Aber wenn Mimi sowas sagt, kann man davon ausgehen, dass er wahrscheinlich auch Beweise hat, wenn Leon und ApoRed sich jetzt dazu nicht äußern. Das finde ich ein krasses Ding, weil diese Silvia hat die Namen nicht genannt, Herr Newstem hat die Namen nicht nennen können, weil er es nicht wusste. Und woher weiß Mimi das jetzt? Frage ich mich, wo hat er es herausgefunden? Durch welche... Quelle hat er das herausgefunden. Finde ich krass. Würde ich auch mal gerne wissen, was Leon Mascher und ApoRed dazu sagt. Das wäre natürlich ein dickes Ding. Dass das bis heute noch unter den Teppich gekehrt wurde und jetzt erst in die Öffentlichkeit kommt. Oha, das finde ich... Ich habe jetzt mit vielen gerechnet, aber dass jetzt hier noch eine sexuelle Belästigungsgeschichte aufgewirbelt wird, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Crazy. Du standest die letzten 4 Jahre dreimal live vor mir. Gangtour, WVP, keine Ahnung, was es ist, Aftershow, Kollegakonzert. Ohne Vorbereitung und Contest, einfach gar nichts, außer Müll labern und Leute holen. Kurz fürs Protokoll. Ja, vielleicht hat sich, Chat schreibt auch, vielleicht hat sich jemand bei Mimi gemeldet, so wie die Jungs vom Gewinnspiel. Kann natürlich sein, ich weiß davon absolut nichts, davon habe ich noch nie was gehört bisher. Aber interessanter Side-Fact. Naja, aber was sagt Leon jetzt eigentlich zu meinem Tweet? Du hast mich 3-4 Mal gesehen. Wusste ich, dass es so weit geht, Digga, aber du hast ja nicht aufgehört. Du hast ja weitergemacht. Bis es zu diesem Punkt kommt. Und jetzt nach 4 Jahren sollen alle plötzlich innerhalb von 48 Stunden nach deiner Pfeife tanzen und machen, was du sagst, absolut lächerlich. Ey, du hast damit angefangen. Nach 4 Jahren. Aber es war doch meine Entscheidung. Du hast ja die ganze Zeit weitergemacht. Ich konnte ja auch gar nicht antworten, aber ich hab's jetzt gemacht, weil du ja weitergemacht hast, weiter. Also gibst du hier zu, dass du deine Statements nur gemacht hast, weil ich nicht aufgehört habe? Also hättest du deine Lügen sonst weiter unter den Tisch gekehrt und du hättest die Gewinnspiele auch nie aufgelöst? Auch nicht in deiner Wish-Variante? Das war mir zwar vorher schon klar, aber gut, dass du das hier selber nochmal aussprichst, was für eine Sorte Mensch du bist. Und jetzt sagst du nein? Oh mein Gott. Bis du deinen Computer wiederbekommst? Ich muss es auch noch einblenden. Der sagt, dass sein Computer irgendwie defekt ist oder bei der Reparatur. Das gibt's nicht, Digga. Der Typ will sich da raussecken. Sein Internet geht nicht oder sonst was. Der kann doch sogar mit dem Handy live gehen. Der kann sogar am Telefon. Der kann anrufen. Digga, wir machen alle rein da und telefonieren. Ist mir doch scheißegal wie. Ich komm und kauf dir einen Computer, Digga. Und dann kannst du live gehen. Ist mir doch scheißegal. Hauptsache, du kommst live, Digga. Ja, wie ekelhaft kann man eigentlich sein? Ich schreibe in dem Tweet, was meine Gründe sind und er liest diese sogar vor, geht aber nicht drauf ein. Dann behauptet er, dass ich gesagt hätte, dass ich wegen meines kaputten Computers nicht live gehen will, obwohl ich das nie gesagt habe. Ich habe am Ende angemerkt, dass es weitergeht, wenn mein Rechner wieder da ist, bezogen auf die Paybacks, die ich aufwendig produziert hatte. Wo habe ich denn gesagt, dass ich nicht live gehen kann, weil mein PC kaputt ist? Leon tut jetzt aber so, als ob ich das als Ausrede benutzen würde und ignoriert meine aufgelisteten Gründe. Das ist einfach nur ein Strohmann-Argument, um wieder alle zu manipulieren. Und außerdem, dass Leon mir jetzt unterstellt, dass ich mich nur rausreden will, nachdem er der König im Rausreden ist, macht das Ganze noch viel lustiger. Mann, oh mein Gott, die ersten 7 Minuten waren einfach schon mal
Digga, ich will nicht wissen, wie was Leon jetzt denkt. Leon macht Fake-Pranks, wird exposed, kehrt alles unter den Teppich. Seine Ausrede nach 4 Jahren. Das war nur zur Unterhaltung. Kameras sind in seinen Prank-Videos offensichtlich zu sehen. Leon vertuscht das, indem er sie aus dem Bild schneidet oder schwarze Balken drüber setzt. Seine Ausrede. Das macht uns das Bild für den Zuschauer kaputt, wenn man die Kamera sieht. Leon löst Schulkonzert-Gewinnspiel nicht auf und wird exposed. Seine Ausrede. Oh, hab's vergessen, euch zu zeigen. Zeigt dann ein Video, wo er so tut, als hätte er es eingelöst, wird daraufhin wieder exposed. Seine Ausrede. Ah, ich hab das Gewinnspiel verwechselt, hab gar nicht gemerkt, dass ich gar kein Schulkonzert gegeben hab. Leon löst Lambo-Gewinnspiel nicht auf und hat den Gewinner blockiert. Seine Ausrede nach 2 Jahren. Der Gewinner hat sich irgendwie nicht gemeldet. Warum Leon aber kein Interesse hatte, das Ganze 2 Jahre lang nicht aufzulösen, sagt er hier nicht dazu. Hoffen wir alle auf eine lustige Ausrede. Leon hat 2018 schon gesagt, dass er viel Scheiße gebaut hat, aber ohne zu sagen, was er genau verbockt hat. Seine Ausrede. Er hatte nicht die richtigen Leute, die ihm gesagt haben, was richtig und was falsch ist. Ist viel schief gelaufen. Ich hatte halt nie die richtigen Leute um mich rum, dass sie gesagt haben, yo Leon, mach das nicht, das hätte ich lieber nicht gemacht, das hätte ich auch nicht gemacht. Mach das lieber nicht so. Diese Leute hatte ich irgendwie nicht um mich rum. Ich hatte nie die Leute, die gesagt haben, was richtig, was falsch ist. By the way, nach dem Video hat er mit dem gleichen Scheiß weitergemacht. Witzig auch. Ach du Scheiße. Auch, dass unter dem Video unzählige Leute geschrieben haben, dass... Ich gebe dir eine neue Chance, du machst das Richtige. Jeder hat eine zweite Chance verdient, jeder verdient eine zweite Chance, jeder Mensch hat eine zweite Chance verdient. Vor allem, Mimi hat jetzt nur Kommentare rausgesucht, wo Leute sagen, er hat eine zweite Chance verdient. Aber es ist schon Leons 18. Chance. Gefühlt. Dass jeder eine zweite Chance verdient hat und jetzt schreiben das immer noch unzählige Leute unter seinen aktuellen Pseudo-Entschuldigungsvideos. Und das Ding ist, es war damals schon nicht die zweite Chance. Leon ist wahrscheinlich der erste Mensch mit 1000 zweiten Chancen. Aber er hatte nicht das richtige Umfeld. Immer sind die anderen schuld. Sogar an dem Beef zwischen Leon und mir sind seiner Meinung nach Ape Crime schuld. Für alle, die es interessiert, ihr seid am Beef schuld von Mimi und mir. Hä? Als ich dann auch einen Track gemacht habe, hat Leon ein Reaction-Video auf die Diss-Tracks gegen ihn gemacht, mit mir im Thumbnail. Seine Ausrede, meinen Track nicht abzuspielen, war, dass er sich meine Stimme nicht anhören kann, obwohl Leon sie nachweislich hochgepitcht hat. Du hast ein Jahr gebraucht und es einfach versaut. Ein verkrampfter Masterplan. Ich will mir das geben, aber der... Digga, der Song ist so... Ey, die Stimme ist so scheiße, ich kann mir den Song nicht geben, Mann. 6 Minuten 20 mit so einer Katastrophenstimme, das kann ich nicht geben. Nein. Nein! In echt dieser Wie, retter weg dieser Beach, doch im Netz dieser G, Internet. Alter, Digga, kann mir das nicht geben, Digga, was ist das? Alter Falter, Digga. Noch dümmer wirkt die Ausrede, wenn man bedenkt, dass ich erstens Untertitel drin hatte, sodass man den Track eigentlich nicht mal hören bräuchte, sondern auch lesen könnte, also wenn man es beherrscht. Zweitens habe ich den Track nochmal mit normaler Stimme aufgenommen, Leon hat dann aber irgendwie gar nichts mehr dazu gesagt. Und drittens hat er gezielt an 2 Stellen des Diss-Tracks reingeklickt, wo keine Punchline drin war. Und kurz bevor eine kam, hat er schnell abgebrochen. Schon lustig, dass der Unge Fake-Reactions vorgeworfen hat und hier selber offensichtlich gezielt Stellen in meinem Diss-Track rausgesucht hat, die er der Öffentlichkeit zeigen kann, um zu sagen, dass meine Stimme unerträglich sei. Leon, war das etwa eine Fake-Reaction von dir? Ja, und nachdem Leon durch die Diss-Tracks komplett demoliert wurde, sagt er plötzlich, dass er das Ganze sportlich sieht. Was ich auf jeden Fall nochmal loswerden wollte ist, ich nehme das Ganze hier sportlich, ich nehme das mit Humor, ich krasse jetzt nicht aus, weil der und der mich disst, ich finde es nicht so schlimm. Ich nehme es sportlich, wie gesagt, deswegen lache ich auch manchmal drüber und deswegen bin ich jetzt auch nicht so sauer, wenn jetzt der ein oder andere mich disst. Ich habe ja den Trend gesetzt, ich habe den Trend bewusst gesetzt, dass Leute sich dissen oder dass Leute mich auch dissen und vielleicht sich gegenseitig sogar auch. Er hat den Trend gesetzt, dass Leute sich dissen. Er hat damals auch Battle Rap gestartet. Viele wissen das vielleicht nicht. Viele wissen das vielleicht nicht. In Deutschland das VBT und auch das JBB ist beides auch von Leon in die Welt gesetzt worden. Ne? Also er hat den Trend gesetzt, dass Leute sich dissen. Ja, das wissen viele nicht, aber Leon hat sehr viel für die heutige Battle Rap Landschaft getan. Heftiger Typ auf jeden Fall. Kann man nicht anders sagen. Ohne Leon Mascher hätten wir diese ganzen kranken VBT-Runden mit Battleboy Basti gegen Weekend und so nie gehabt. Oder auch SpongeBoss gegen Gio. Das wäre alles ohne Leon Mascher niemals da gewesen, weil er hat den Trend ja überhaupt erfunden, dass Leute sich dissen. Sehr, sehr wichtiger Meilenstein fürs YouTube-Deutsch. Darf man auch nicht vergessen. Das muss man Leon auch zugute halten. Sehr, sehr wichtiger Meilenstein für YouTube Deutschland auf jeden Fall. Schon komisch, dass er vorher offensichtlich komplett frustriert Ansagen gemacht hat. 2 Monate war ich nicht da, trotzdem habt ihr das gemacht. Wenn ich jetzt 1 Jahr nicht da bin, wollt ihr trotzdem noch Videos über mich produzieren? Ey, ich sag euch ganz ehrlich, ab heute reicht es. Ich habe so eine Blacklist und da stehen viele YouTuber draus. Da stehen viele YouTuber drauf und die werden jetzt alle abgearbeitet. Und ich sag euch, morgen um 18 Uhr kommt der erste Diss-Track in 9 YouTuber raus. Und da ist, ab dann ist vorbei. Dieser Diss-Track wird alles zerstören. Du wirst morgen gedisst. Du bist der Erste, der auf meiner Blacklist ein Häkchen bekommt. Weil du auseinandergenommen wurdest.
Ab morgen gibt es keine Con mehr, ab morgen werden Taten gesprochen. Welcher YouTuber wurde nochmal gedisst? Ich weiß gar nicht mehr, welcher YouTuber gedisst wurde. Welcher YouTuber wurde nochmal gedisst? Und, das war 2019? Welcher YouTuber wurde 2019 von Leon gedisst? Keine Ahnung. Videos auch nicht mehr offline nehmen oder auf privat zu stellen, weil ich weiß ganz genau, wer auf meine Blacklist ist und die werden Stück für Stück abgearbeitet. Ab morgen gibt es keine Con mehr. Ab morgen um 18 Uhr werden Taten gesprochen. Klickt alle, schaltet alle ein. Um 18 Uhr kommt der erste Diss-Track über den scheiß YouTuber und ich würde sagen, peace out, es reicht mir. Sah jetzt nicht so nach Sportsgeist für mich aus, aber abgesehen davon, wo war denn deine tolle Blacklist, die du abarbeiten wolltest. Ist wohl nichts draus geworden, nachdem du auseinandergenommen wurdest, du Sportskanone, du. Was gab's eigentlich noch für Ausreden? Als Leon im Monat Januar Pause... Gar keinen, ne? Er hat gar keinen YouTuber gedisst. ...macht hat, offensichtlich, weil es da nicht so viel Kohle von YouTube gibt, hat er statt ehrlich zu sein, einfach behauptet, dass er nichts hochgeladen hat, weil er und ApoRed mit Fans gechillt haben. Freunde, wir haben lange kein Video mehr produziert, aus dem Grund, weil wir in der letzten Zeit viel Monopoly gespielt haben und... gechillt haben. Einfach gechillt mit den Fans, rumgehasselt, einfach Fotos gemacht. Sein Album-Release hat... Einfach gehasselt? Warte mal kurz, er widerspricht sich, er merkt das ja gar nicht. Er hat gechillt, rumgehasselt, Fotos gemacht. Er hat einfach ein paar Monate lang Fotos gemacht mit Leuten. Er hat einfach gechillt, Fotos gemacht, mit den Fans gechillt. Man kennt ihn. Der Ehrenmann. Hat er verschoben, natürlich nicht, weil es nicht genug Vorbestellungen gab, sondern mit der Ausrede, dass Leon solche tollen Aktionen wie das Gewinnspiel machen wollte. Was sich ja später dann sogar noch als Scam herausgestellt hat, um mehr Alben zu verkaufen. Bei seiner damaligen Gerichtsverhandlung ist Leon nicht zum Prozess erschienen. Seine Ausrede war, dass er krank sei und deshalb nicht kommt, obwohl der Arzt ihn als verhandlungsfähig eingestuft hat. Der Arzt hat gesnitcht. Ich könnte hier noch ewig mit den Ausreden weitermachen, aber kommen wir mal zurück zum Thema Live. Digga, Mimi hat jetzt von Minute 7 an bis Minute 12 nur Ausreden von Leon aufgezählt. Ultra stark. Live-Debatte und seine Reaktion auf meinen Tweet. Ian, Küsse. Live-Debatte, weiter geht's. Und das hier, dass du sagst hier mit deinen Pseudo-Weisheiten, dass ich nicht der Hellste bin und so. Ich sag euch ganz ehrlich, Mann, ich war auf 10 verschiedenen Schulen. Und hast auf keiner davon ein Konzert gegeben? Ich war auf... Was soll man sagen? Woran hat's gelesen? Auf eine Förderschule. Ich habe viel erlebt in meiner Vergangenheit. Hab zum Glück die Kurve bekommen. Hab bis dahin meinen Hauptschulabschluss gemacht. Gebe ich zu, Digga. Und jetzt? Nur weil nicht jeder redet wie ein Professor, Digga. Tut mir leid, Digga. Tut mir leid. Ich bin der ich bin. Was soll ich machen? Ich kann mich nicht verstellen, Digga. Also verstellen konntest du dich eigentlich... Ich kann mich nicht verstellen. Leon, ich kann mich nicht verstellen. Auch Leon in jedem Video verstellt sich. Das hier ist übrigens eine sehr, sehr starke rhetorische Entscheidung gewesen von Leon. Ich weiß nicht, ob es ihm jemand so gesehen vorgegeben hat, irgendjemand hochintelligentes oder ob Leon wirklich allein drauf gekommen ist. Aber hier mit dieser Aussage hat Leon sich so ein bisschen so gerade vor jüngeren Zuschauern oder auch vor Zuschauern, die selber in einer schwierigen Lebenssituation sind. Leute, die vielleicht selber in der Schule verkackt haben, vielleicht Leute, die eine schwere Schulzeit hatten, deswegen vielleicht auf der Hauptschule sind, whatever. Damit holt Leon sich von Leuten, die darauf einfach anspringen, ein bisschen Street-Credibility. Er sagt, ja, ich war auf 10 verschiedenen Schulen, ja, ich habe einen Hauptschulabschluss geschafft, ich rede halt nicht wie ein Professor, aber so bin ich. Das findet man eigentlich, also es findet die Masse der Zuschauer eher sympathisch, weil das ist eine Person, mit der kann man sich identifizieren. Er ist kein Hochschulwissenschaftler, ja. Er ist einer von uns, er redet wie ein ganz normaler Typ, er war auf einer Hauptschule, easy, 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 ja. Und damit versucht Leon, sich Sympathiepunkte zu holen, sagt dann aber in dem gleichen Satz, ich kann mich nicht verstellen. Wenn man überlegt, dass Leon seine ganze Karriere auf Fake-Pranks und Verstellen aufgebaut hat, macht es diesen Satz komplett kaputt. Nur weil nicht jeder redet wie ein Professor, Digga. Tut mir leid, Digga. Tut mir leid. Ich bin der ich bin. Was soll ich machen? Ich kann mich nicht verstellen, Digga. Also verstellen? Ist auch kompletter Bullshit. Niemand hat ihn auch für seine Schulbildung oder irgendwas gefrontet. Also ihr müsst euch auch generell niemals schlecht fühlen oder für irgendwas schämen, wenn ihr auf der Hauptschule seid oder whatever. Es hat ja einen Sinn, dass es verschiedene Schulsysteme in Deutschland gibt und die sind nicht dazu da, Kinder in ihrer Schulzeit zu diskriminieren. Das sind Hauptschüler, das sind Leute von der Gesamtschule, das sind Leute von der Realschule, das sind Leute vom Gymnasium so, da diskriminieren wir die. Sondern es hat einfach damit zu tun, dass jeder Mensch ein anderes Lerntempo hat und auch jeder Mensch natürlich auch andere kognitive Voraussetzungen mitbringt, ja. Und nur weil jemand auf der Hauptschule ist, heißt nicht, dass der Mensch in seinem Leben weniger erreicht. Ein sehr bekanntes Beispiel ist zum Beispiel, wer sehr offen damit umgeht, glaube ich, Aiblali, also Victor. Der hat schon öfters erzählt, dass er auf einer Hauptschule war. Victor ist einer der größten deutschen YouTuber und so weiter und so fort. Und es gibt auch noch viele, viele andere Beispiele. Und es ist überhaupt nicht schlimm, auf einer Hauptschule zu sein. Du kannst danach alles noch machen. Du brauchst nur einen kleinen Ticken länger, weil du einfach, um deine mittlere Reife, Abi, whatever nachzuholen, brauchst du halt dann einen kleinen Ticken länger. Aber eine Hauptschule ist nichts Schlechtes. Eine Hauptschule bietet einfach
andere Möglichkeiten, andere Fördermöglichkeiten für Kinder, die noch ein bisschen länger brauchen. Ellen, konntest du dich eigentlich ziemlich gut, als du 4 Videos lang behauptet hast, dass Locke fast gestorben wäre. Und außerdem habe ich hier nicht deinen Hauptschulabschluss kritisiert, sondern deine Pseudo-Weisheiten. True. Und das ist halt dann auch wieder, was Leon gerne macht. Er nutzt dann, ich sag zu ihm, ja, du bist die Parodie auf einen Menschen. Und er sagt, boah, sowas Schlimmes hat noch nie jemand zu mir gesagt. Sowas sagen nur, du hast mir meine Menschlichkeit abgesprochen. Sowas sagen nur Diktatoren. Nur Diktatoren sprechen Leuten ihre Menschlichkeit. So ein Scheiß, weißt du, so ein Bullshit. Mimi sagt, ja, hör auf mit deinen Pseudo-Weisheiten. Und er sagt, ja, sorry, dass ich nicht so ein Professor bin. Ich war auf der Hauptschule. So, er nimmt immer die Aussagen und dreht die so, dass er möglichst positiv dasteht. Aber wenn man sich das Ganze mal wirklich betrachtet, was er wirklich damit aussagt, ist es leider Bullshit. Das ist traurig, aber wahr. Du denkst, du spielst Schach, aber du spielst nicht Schach. Du denkst, du spielst Schach, aber du spielst nicht Schach. Du spielst Schach gegen dich selber. So, was ist mein Fazit bei dem Video? Du spielst gar nicht Schach. Du spielst Schach gegen dich selber. Hä? Genau. Man wirft kein Boomerang, wenn man ihn nicht halten kann. Oder auch Hashtag, man sagt, wenn man sie... Man wirft kein Boomerang, wenn man ihn nicht halten kann. Ha, heiß, heiß dieser Boomerang. Ich werfe ihn aber nicht, weil ich kann ihn ja kaum halten. Ich versuche ihn lieber nicht zu werfen, ich lasse ihn einfach fallen. Bullshit. Was ist das? Man sagt, wenn man sich nicht neu erfindet, werden sie dich vergessen. Digga, sind wirklich solche Kalendersprüche für... No Front, für... Komplette Vollpfosten. Die neu erfindet, werden sie dich vergessen. Jedenfalls hat Leon auf meinen Tweet dann Folgendes geschrieben. Ich habe ihn einfach geschrieben. Was aus der Ja, es stimmt, soll ich dazu noch sagen? Oh mein Gott, ich habe einfach Albert Einstein vergessen, weil er hat sich dann bestimmt seit 50 Jahren nicht mehr neu erfunden. Digga, ich habe einfach Albert Einstein vergessen. Einfach nur, weil er sich immer wieder neu erfindet. Scheiße. Scheiße, Napoleon, einfach komplett vergessen. Julius Caesar, weg aus meinem Gedächtnis. Der hat sich einfach nicht neu erfunden. Scheiße. Scheiße, diese ganzen berühmten Personen, die erfinden sich alle nicht neu, deswegen weg sind sie. Puh, hä? Hä? Digga, wer? Wer hat die Glühbirne erfunden? Hä? Keine Ahnung. Er hat sich neu erfunden. Aber da du das verhindern willst, versuchst du das hier krampfhaft zu unterbinden, so nach dem Motto, du hast doch schon alles gesagt, jetzt hör auf. Und später hast du das noch weiter versucht zu unterbinden, indem du mich als besessenen Psychopathen dargestellt hast, nur damit der Fokus weg von dir geht. Aber dazu kommen wir später. Ich habe alles drin gelassen von dir, ich habe es sportlich gesehen, aber anscheinend geht es dir hier um die Klickzahl und nicht um die Wahrheit. Nee, Leon, mir geht's um die Unterhaltung. What the fuck, was ist das überhaupt für... Ja, genau, die Bär, das Mischpult hat Ranzratte mir geschenkt, das Gute. Ja, ich habe es noch nicht angeschlossen, ich wollte es mit ihm zusammen machen, weil er kennt sich damit richtig gut aus. Ich bin, was Mischpuls angeht, nicht so gut. Mein Argument, Klickzahlen und Wahrheit schließen sich doch nicht aus, also außer bei dir, denn du machst mit Lügen die meisten Klicks. Wenn es mir nur um Klicks gehen würde, hätte ich deine Karrierelaufbahn gemacht. Und da hätte ich auch die 4 Locke stirbt fast Videos gedreht, die nicht der Wahrheit entsprochen haben. Das war nur für die Klicks und die Kohle, was denn sonst? Und so wie ich meinen YouTube-Kanal bisher gestaltet habe, mit solchen aufwendigen Videos und den langen Upload-Pausen, finde ich schon ein bisschen dreist, mir sowas vorzuwerfen. Leon, jedes meiner Videos ist aufwendiger als jedes deiner Videos. Aber wenn es dir und deine komischen... True. Es ist halt einfach so. Es ist halt einfach so. Ausgenommen jetzt mal die Musikvideos, aber da steckt ja auch ein ganzes Produktionsteam hinter. Aber die normalen Videos von Leon, da braucht er wirklich nicht denken, dass Mimi irgendwie irgendwas nur für die Klicks macht. Das ist wirklich Bullshit. Das ist wirklich eine Bullshit-Aussage. Weil andersrum ist es richtig, aber so nicht. Fanbase hilft, sage ich jetzt mal, ja, ich mache es für die Klicks. Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Was ist denn jetzt das Scheiß? Und jetzt? Argument, von den Klickzahlen kann ich mir doch eh nichts kaufen, du aber schon, weil du die ganze Kohle, die meine Videos generiert haben, selber eingesteckt hast. Nicht nur von mir, auch von Chanbroke, Unge und KuchenTV. Weil alles von Leon geclaimed und gestrikt wird. Ja. 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 Leon hat wirklich das ganze Geld sich eingesteckt. Aber ist okay, weißt du, die Sache ist, ich hab's da einmal gesagt, weil da auch irgendjemand mich drauf hingewiesen, also hat mich jemand gefragt, yo, wie ist das und so? Ich sagte, ja, es wird von Leon geclaimed, ich mach trotzdem die Videos, weißt du? Weil ich drauf scheiße. Ich mach trotzdem die Videos, weil es mir Spaß macht und weil es für die Leute unterhaltsam ist, aber dass die Monetarisierung geht komplett an Leon. Aber er hat es geändert. Das muss ich mir auch zugutehalten. Seit unserem Beef, also seit dem Beef von Leon und mir, habe ich Leon darauf angesprochen, dass er das ganze Geld behält. Und danach hat Leon gesagt, ich strike gar nichts mehr, ich claime gar nichts mehr, ihr dürft jetzt alles behalten, so mäßig in die Richtung, ja. Aber ja, so ist das. Na halt auch genau das Gleiche, ich habe ja auch die Reactions zu Leon hochgeladen
Und bei mir ist es tatsächlich auch so. Also jedes Video, was ich von Leon hochlade, ist halt mit Content-ID-Gedings, sodass halt Leon quasi das Geld halt dafür bekommt. Ich kann euch zeigen, bei mir sind sogar die Reaktionsvideos auf die Meme-Videos sind von Leon geclaimed. Ja, ich weiß nicht, ich kann mal gucken, ob ich euch das zeigen kann in der YouTube-Studio-App. Vielleicht wird das ja angezeigt, dass es geclaimed ist. Beispiel hier, also man kann es jetzt nicht ganz sehen, man sieht halt nur die Weite über Locke zum Beispiel, das ist halt durchgestrichen. Normalerweise ist das ja grün. Das heißt halt, dass ich das nicht monetarisieren kann. Ja, weil er das halt einfach geclaimed hat. Ne? Leon. Aber Leon hat ein bisschen Cash damit gemacht. Also mit unseren ganzen Reaktionsvideos, also meine Reaktionsvideos und Kuchens und so weiter und so fort und Shun Broke und whatever. Damit hat alles Leon Geld verdient. Aber weißt du, ich gönn's ihm von Herzen, weil ich glaube, sein Businessmodell ist nicht so langlebig und deswegen soll er seinen Hack nehmen, seinen Hack. Ich weiß nicht, ob die Leute das merken, dass deine Karriere sich komplett auf meinen Nacken aufgebaut hat. Ja, und deshalb bricht er jetzt das Genick. Leute. Schön auf den Nacken. Sehe ich das falsch oder was? Leon, wenn du denkst, dass es reicht, wenn man deinen Namen in den Titel schreibt, um 800.000 Abonnenten zu kriegen, bist du ganz schön hohl. Ich bin da, wo ich bin, weil meine Videos geil sind und weil mich viele große YouTuber in meiner Laufbahn supportet haben. Und das ist auch in erster Linie wirklich, weil seine Videos geil sind. Nur weil er Leon als Zielscheibe gerade hat, heißt es nicht, dass Mimi seinen Erfolg auf Leon aufbaut. Wenn er schlechte Videos zu Leon machen würde, würde sich kein Mensch dafür interessieren und würde kein Mensch abonnieren. Die Videos sind geil, wie er schon selber gesagt hat, das finde ich auch gut, das Selbstbewusstsein, was er da an den Tag legt. Die Videos von Mimi sind einfach geil gemacht. Sie sind einfach unterhaltsam, geil gemacht und im deutschsprachigen Raum etwas Besonderes. Und damit hat er seinen Erfolg. Und Mimi hatte schon Erfolg, bevor er zu Leon die Speicherkarte geklaut hat. Also bevor Leon die Speicherkarte von Mimi geklaut hat. Und du bist übrigens da, wo du bist, weil du deine Karriere ausschließlich auf Lügen und Verarschen deiner Fans aufgebaut hast. Ohne Spaß, Leute. Ich schwör's euch, jeder, der jetzt reactet, ne? Ich habe diese Paybacks, habe ich sportlich gesehen. Bis ich jetzt gemerkt habe, der macht's nur für die Klicks, Digga. Der macht's nicht für die Wahrheit. Der macht's nur für die Klicks. Ja, die Paybacks hast du sportlich gesehen und hast dann auch ganz sportlich das Geld eingesteckt. Achso, und Leon, kann das sein, dass du hier auch nur die Klicks wolltest? Oder warum hast du das Thumbnail und den Titel so gemacht, als ob du gerade live wärst mit Mimi, Monte und Stay? Er will nicht, dass es aufhört. Er will doch weiter mit den Videos machen. Weil ohne mich hat sein Leben keinen Sinn, Digga. Alles klar, Digga. Aber naja, machen wir mal weiter mit Leons Tweet. Aber anscheinend geht es dir hier um die Klickzahl und nicht um die Wahrheit. Ich kann auch all deine Videos einfach striken lassen. Ja geil, jetzt droht er mir noch mit Strikes. Mir geht's anscheinend nicht um die Wahrheit. Weißt du was? Dann spielen wir dein Spiel auch nicht mehr mit, Digga. Dann strike ich auch einfach deine scheiß Videos. Weil du willst nur, dass man immer dein Spiel mitspielt, aber nicht auch mal mein Spiel, Digga. Also erstens strikst du dann nicht meine Scheiß-Videos, sondern meine geilen Videos. Wir wollen ja bei der Wahrheit bleiben, nicht wahr, Leon? Und zweitens versuchst du mich gerade damit zu erpressen, meinen Kanal wegzustriken, wenn ich die Live-Debatte nicht annehme. Das zeigt schon mal wieder, was für eine ekelhafte Sorte Mensch du bist. Nicht, dass es mich wundert, aber es ist gut, das nochmal bestätigt zu bekommen. Übrigens, Leon könnte die Videos von Mimi gar nicht wegstriken, weil Mimi in Deutschland lebt und YouTube hält sich immer an die Gesetze des jeweiligen Landes. YouTube ist ja eine amerikanische Firma, deswegen sind auf der Plattform erstmal die Einstellungen so, wie es in Amerika üblich ist. Ja, aber in Deutschland gilt das Zitatrecht. Und es gab auch schon Gerichtsurteile. Und YouTube würde, wenn Leon jetzt unbedingt die Videos von Mimi sperren lassen würde, dann würde Mimi erstmal Strikes bekommen und sein Kanal wäre vielleicht auch erstmal kurzzeitig nicht aufrufbar. Aber er könnte Einspruch einlegen, Mimi könnte Einspruch einlegen. Und innerhalb von 30 Tagen müsste Leon und das Netzwerk vorlegen, dass es alles rechtskräftig nach deutschem Recht ist. Und wenn die das dann auch noch vorlegen, dann müssen die vor Gericht gehen und YouTube pausiert so lange alles. Und wenn das dann vor Gericht ausgefochten wird und Mimi Recht bekommt, weil Mimi wäre im Recht, weil er benutzt einfach nur das Zitatrecht. Er braucht ja Leons Ausschnitte, um daraus zu zitieren, um eben Belege und Beweise zu liefern und so weiter und so fort. Und dann, spätestens nach dem Gerichtsurteil, würde Mimis Kanal wieder freigeschaltet werden und das Netzwerk von Leon würde das Recht verlieren, weitere Videos zu striken. Weil das Netzwerk von Leon, wenn Leon Videos von Mimi strikt, unrechtmäßig lag gegen das deutsche Gesetz und die wirklich vor das Gericht gehen würden, dann würde YouTube dem Netzwerk von Leon die Rechte entziehen zu striken. Weil dann sagt YouTube, okay, wir haben jetzt hier einen Rechtsstreit gehabt, ihr wart vor Gericht und ihr als Netzwerk habt behauptet, dass diese Videos rechtskräftig gesperrt werden und das stimmt überhaupt nicht, ja, dann verliert ihr jetzt eure Rechte als Netzwerk. Und so schießt sich das Netzwerk selber ins Knie. Also aus dem Umkehrschluss raus, das Netzwerk von Leon würde gar nicht striken, weil das Netzwerk von Leon hat keinen Bock, so einen krassen wirtschaftlichen Schaden in Kauf zu nehmen. Anders sieht es aber aus bei den Claims. Die Claims von Leon, die sind so irrelevant, weil es ja nur um das Geld von den Videos geht und nicht um Unterdrückung der Meinungsfreiheit, dass sich kein Mensch drum kümmert. Aber striken wäre sehr, sehr, sehr schwierig. Also auf lange Sicht gesehen würde Leon sich damit ins eigene Bein schießen, so wie mit allen seinen Taten. Wenn du Manns genug bist, Emil, wirklich in die Küsse. Tiefe zu gehen, dann stell dich mir live, anstatt mit deinen Videos weiterhin zu analysieren und ständig zu wiederholen. Und wenn ich ja sowieso der Hohlste bin, dann bleibt die Frage, wieso du dich nicht in der Live-Debatte stellst, was hast du zu verlieren? Nee, die Frage müsste heißen, was habe ich zu gewinnen? Und die Antwort ist
nix. Der Einzige, der hier nichts mehr zu verlieren hat, bist du, Leon. Deswegen schlägst du gerade wild um dich wie ein schwer erziehbares Scheißkind, wenn das Ritalin aufhört zu wirken. Ging es dir wirklich um die Wahrheit, gäbe es hier kein Hin und Her. Du würdest dich der Konfrontation wie ein Erwachsener stellen. Ich kann deinen Angstschweiß bis hierher riechen. Ich rieche es noch bis hierher, Digga. Oh, Leon, das ist nicht mein Angstschweiß, den du hier riechst, sondern das hier. Jeder, der diese Live-Debatte sehen möchte, gib dem Video jetzt einen Daumen hoch. Wer die nicht sehen möchte, gib dem Video einen Daumen runter. Da haben wir die Statistiken. Wollt ihr die Live-Debatte sehen mit Mimi, Monte, Stay, die zwei als Richter? Oder wollt ihr sie nicht sehen, dann gebt einen Daumen runter. Wenn ihr sie sehen wollt, einen Daumen hoch, da habt ihr die Statistik. Ja, geile Statistik, Leon. Und was soll das jetzt für eine Bedeutung haben? Wenn ich jetzt sage, dass die Zuschauer mein Video liken sollen, wenn Leon Mascher seinen Kanal löschen soll, dann solltest du ja dann deinen Kanal löschen, oder? Ich meine, das sagt dir die Statistik. So, jetzt gucken wir mal, was seine eigene Community sogar geschrieben hat, weil das freut mich so heftig, Digga, dass die Leute es langsam checken, dass das, was die machen, auch nicht ganz korrekt ist, Digga. Schauen wir mal hier, was seine eigene Community sogar auf Twitter geschrieben hat. Hier schreibt zum Beispiel einer Andi, er zieht doch Eier ein, nicht Leon. Bin kein Fan von beiden, sehe das nur objektiv. Ja, nice, meine eigene Community, bin kein Fan von beiden. es ist Mimis Community. Mimis Community. Hallo, es ist auch eindeutig Mimis Community. Mimi, komm und gib dir die Wahrheit pur, Digga. Live im Stream, noch 24 Stunden gebe ich dir Bonuszeit, Digga. Oh, keiner hat dich nach Bonuszeit gebeten, du Wischmafioso. Gib mir einfach in den nächsten 24 Stunden Bescheid auf Twitter, gib mir ein richtiges Statement und sabbel nicht so viel um den heißen Brei, Digga. 24 Stunden hast du Zeit, Digga. Und dann geht man weg, aber geht mal wieder zurück, um die Kamera auszumachen. Boah, darf ich das nochmal sehen? 24 Stunden hast du Zeit, Digga. Ich weiß gar nicht, was du mit deinem peinlichen Alpha-Getue immer erreichen willst. Jeder sieht, dass du nur Minderwertigkeitskomplexe hast. Leon versucht im Internet ständig auf Krampf so zu wirken, als ob alle Angst vor ihm haben. Versucht Ansagen zu machen, redet ständig von Manns genug und tut so, als ob vor ihm alle die Eier einziehen. Hier zum Beispiel bei mir. Ich kann deinen Anschweiß bis hierher riechen. Ich rieche es noch bis hierher, Digga. Ich stehe mein Mann 100%. Die Frage ist, ob du es kannst, Digga. Die Frage ist wirklich, ob du es kannst. Er sagt einfach, nö. Er möchte die Live-Debatte nicht, ne? Natürlich, wo sind deine Eier? Im Internet stehen so groß. Wo sind deine Eier? Ich würde so gern pfeifen können. Töne aber live, Digga. Oder hier zum Beispiel bei Denergy. Ich muss jetzt mal eine kleine Geschichte erzählen. Ich war vor ungefähr 5 Tagen habe ich was mit meinem Kameramann in der Stadt gedreht, ne? Und dann war ich halt in der Europapassage. Auf einmal sehe ich einen Typ, der so telefoniert und mich so anguckt. Ich weiß nicht, der hat mir so irgendwas vermittelt, so. Der hatte Angst oder irgendwas, ne? Und dachte ich, was ist denn los? Und dann habe ich ihn so angeguckt und dachte ich, ah, ich kenne ihn doch. Das ist doch der, der YouTube-Musik macht, ne? Und auf jeden Fall habe ich ihn angesprochen, habe ihn erst mal so angeguckt und er so. Und ich so, ja, du machst geile Musik, Digga. Gefällt mir, da waren so ein paar Dancehall-Dinger, die fand ich geil, ne? Und er so, danke. Ey, Leon Mascher ist hier neben mir. Auf jeden Fall gucke ich ihn so an, warum ist er so verkrampft, Digga? Er so, hast du meinen Diss-Track gesehen? Den Diss-Track? Also, ich habe einen Diss-Track über dich gemacht. Und dann habe ich gesagt, ja, wirklich? Ein Diss-Track? Ja, der ist gerade auf der Startseite und hat schon fast 500.000 Klicks. Und ich gucke ihn so an und ich so, du hast einen Diss-Track über mich gemacht? War das ernst oder war das Spaß? Und er so, ja, war Spaß mit ein bisschen Pfeffer hinten dran. Und ich so, also ernst? Nein, nein, nicht ernst. Und ich sehe, wie sein Schweiß runterkullert, ne? Bullshit-Gelaber, was für ein Bullshit-Gelaber. Oder hier bei Julian Bam. Okay, ich würde mal sagen, stopp, Digga. Eins verstehe ich nicht, Freunde. Eins verstehe ich wirklich nicht. Alles war cool im Real Life, ne? Aber hinter der Kamera, im Internet, macht jeder auf Rambo. Jeder ist ganz anders. Ich würde eigentlich gerne wissen, ob Julian das, was er da gesagt hat in seinem Rap-Song, mir das auf mein Gesicht sagen würde. Nee, der hat ganz dolle Angst vor dir, du krasser Muskelsöhrerin. Und Unge hat auch übelst Angst vor dir. Leon, nur weil wir dich nicht angeprangert haben, du kleiner Hund. Nur weil wir dich nicht angeprangert haben. Und die Aussage, dass du sagst, ich bin ein Hund, ich wünsche mir. Und die Aussage, dass du sagst, ich bin ein Hund. Ich bin ein Hund. Digga, Leon, wirklich. Das ist das größte Kompliment, was ich dir bis jetzt gemacht habe, Hund, weil ich liebe meinen Hund. Hunde sind mega geil. Dass du einfach nicht sagst, boah, Alter, danke. Ich mag Hunde meist sogar lieber als Menschen. Und ich sag, du Hund, und du bist auch undankbar dafür. Ich mach dir Komplimente im Internet. Undankbar. In meinen Augen undankbar, du Hund. Du Hund. Diese Aussage würdest du auch mal tätigen, wenn wir uns live sehen. Das Problem ist, ich hab mich schon entschuldigt dafür bei den Hunden. Ich habe mich schon entschuldigt bei dieser Aussage. Ich nehme die Aussage auch zurück, weil das ist wirklich den Hunden und gegenüber ist das wirklich unfair. Hunde sind loyal, Hunde sind ehrlich, Hunde sind treu.
Ja, Hunde lügen nicht. Leon als Hund zu bezeichnen ist eigentlich absolut nicht korrekt. Deswegen, Leon, es tut mir leid. Ich werde dich nie wieder als Hund bezeichnen. Und ja, Küsse gehen raus. Was du bist, du mir sagst von Angesicht zu Angesicht. Das wünsche ich mir mal auch nicht. Ob du das wirklich auch machst, Leon? Also, Leon wollte ja auf die Insel kommen, ne? Und Leon, du bist immer auch weiterhin eingeladen, ne? Es ist gerade wegen Corona natürlich alles ein bisschen schwieriger, Flüge sind teurer und stressig hier und hier und da. Mittlerweile geht's wieder etwas. Aber ich habe schon überlegt, wenn du hier bist, ich mache einen Vlog und als erstes, wenn ich dich begrüße, sage ich, ey Leon, du Hund. Einfach nur wegen dieser Aussage. Einfach nur wegen dieser Aussage. Aber Leon, du weißt, mach dir keine Sorgen. Ja, Leon, man hat... Immer nur Spaß, du weißt. Man hat ja gesehen, was passiert, wenn man es dir ins Gesicht sagt. Halt ihn auf. Zieh den weg. Red, klär jetzt. Schick mal den weg. Aber ja, versuch mal weiter, deinen Zuschauer zu verkaufen, dass alle vor dir einscheißen, du krasser Hengst. Ach, und übrigens, wenn ich nicht gestrikt werde, kommt das nächste Payback demnächst irgendwann. Leo Mascher, oh, ich brauche Leo Mascher als YouTuber, weil auf ihn habe ich mich aufgebaut. Und wenn der nicht da ist, dann, was für Videos mache ich dann? Dann male ich Schuhe an? Wow. Ja, richtig. Wow. Morgen 17 Uhr streame ich, wie ich aus diesem Sneaker einen Fortnite-Sneaker mache. Und dann. Oha, beim letzten Mal hat er einen Naruto-Sneaker gemacht mit Naruto und Sasuke. Jetzt macht er so ein kleines Fortnite-Lama. Sieht auch sehr süß aus. Stream noch verlose. Wow. Ja, ich weiß, kein Schulkonzert von Leo zu bekommen wäre ein wertvollerer Preis, aber das biete ich hier nicht an. Und jetzt kommt noch Werbung für meinen geilen Merch. Zu jedem gekauften Artikel gibt es eine Dragon Ball Wackelkarte dazu. Beste Leben. Alles in der Beschreibung verlinkt. Yeah. Okay, tschüss. Hey, war ein sehr, sehr nice Video. Checkt Mimi auf jeden Fall aus und morgen um 17 Uhr checkt seinen Stream aus. Er bemalt Schuhe, falls ihr Bock habt auf Fortnite-Sneaker. Gönnt euch.